Folge Star Wars The Old Republic mit Trivia, unserer Hexerin, und Ashara ist auch dabei, wie immer. Wir sind wieder beim Gefängnis, mal wieder, weil der eine Typ uns jetzt erst die Quest gegeben hat, da nochmal reinzuschauen und reinzustiefeln, was wir jetzt tun werden. Wow, schießt du auf mich? Auf! Komm schon, nein! Ah, ah. Schlecht erzogen, die NPC. Komm, hör auf. Das war eine Herausforderung. Das war so eine Herausforderung, Ashara. Unglaublich. Da. Oh. Ah. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir wollen die Gefangenen hier rausholen. Ob wir das schaffen? Eine andere Frage. Das sehen wir hoffentlich in dieser Folge. Vielleicht sehen wir auch, wie River stirbt, weil da zwei schwere Gewahrsam Droiden stehen. Gewahrsams Droiden. Schlimm. Wow. MSDR. Vier Konsonanten hintereinander. Na gut. Warum nicht? Ich gebe noch mal zur Sicherheit Schutz. So. Ja. Und wow. Was, hä? So, komm schon. Und wie ihr bestimmt alle wisst, das Add-on kommt bald. Es wird so cool sein. Denke ich mir so. Ja, bald, sage ich, bald. Genauso wie bei mir bald Weihnachtsferien sind. Gott, muss der da immer sein, wenn ich da gerade einen Haufen von diesen Gegnern habe? Geh weg. Ich mach einfach mal, wo ist denn hier mein... Ah, das da. Ah, der kommt ja zurück. Okay, egal, die schaffen ja auch alle zusammen, oder? Guck mal. Hey, der hat mich abgebrochen, das... Ah, oh, ich bin gelandet. Ich bin gelandet. So, das noch. Ich sterbe. Wir sterben nicht. Alles wird gut. Ich weiß, es ist ein bisschen unglücklich mit den Skills hier. Aber was soll's. Hier, Schuss. Das passt. Ja, man kommt doch voran, wenn man keine Ahnung hat. Ist so. So, was haben wir denn hier gekriegt? Ah, jetzt muss ich mal wieder was aussuchen. Reduziert Schaden. Bindet das Ziel mit Elektrizität und lähmt es 5 Sekunden. Nö. Macht Tempo. Gewährt Austritt. Erhöht bla, reduziert den erlittenen Schaden des Ziels von Errettung. What? Was war das denn? Okay. Erhöht außerdem halt bla bla. Die Aktivierung von Verstandbenebeln gewährt den Effekt Unterdrückung. Ach, ich suche mir einfach später was aus. So. Wir gehen erstmal weiter. Wow, wir haben die Kohlenstoffgalerie gefunden. Was für ein Zufall. Direkt rein in den Kampf, würde ich sagen. Wow, die gehen ja schon hier direkt. Geh weg. Du war die beste Duellantin in meiner Klasse. Hier habt ihr auch. So. Ah. Gut. Oh, hier sind so viele Gegner. Was soll ich tun? Ich greife hier mal was an der Seite an. Das kommt gut, oder? Die mögen das auch. Haben sie mir gerade gesagt. Ah, ich habe jemanden abgebrochen. Den schweren Gewaltsamstruiden. Ein bisschen zurück. Sonst... Ob vielleicht Unheil da in Form von schwerer Gewahrsamsruide? Nö, den greift man noch nicht an. Den hole ich mir gleich. Den holen wir uns gleich. Wow, guck mal, was hier hängt. Komischer Typ in Axel-Shirt. Noch der gleiche. Wow, ist Zwillinge. Und eine Frau. Und nochmal eine Frau. Die gleiche Frau. Ah, ne, nur gespiegelt. Das ist ja was anderes. Dann sind es keine Zwillinge. So, jetzt nehmen wir uns den aber. So.
dem. Mit dem. Dann kommt das. Dann ist er auch schon tot. So, die böse Galerie. Wo sind denn hier die Sachen, die Leute, die ich befreien soll? Na, wahrscheinlich die Konsole da vorne. Oder? Ja. Aber der steht im Weg. Du stehst im Weg. Ich muss dich leider, sorry, kaputt machen. Sorry. Passiert. Uff. Jetzt ist er gleich hin. So. Was war das eben? Die Gilde How I Met Your Imperator sucht aktive Member. Die Serie möchte ich auch gerne mal sehen. How I Met Your Imperator. Sichere die Kohlenstoffgalerie. Muss ich einfach alle umbringen oder was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Ich töte einfach mal alle. Das klingt so nach Imperium. Erstmal alle töten. Oh, ist auch noch so ein Scharfschützentyp. Ey, du warst ein Scharfschützentyp. So. Ich habe mir immer noch keine neue Rüstung geholt. Aber das geht hier noch. Das geht hier noch. Spätestens wenn ich 1000 Mal sterbe, dann geht's nicht mehr. So, jetzt habe ich das gesichert, weil alle tot sind. Muss ich doch alle töten. Und steht da nicht, töte alle. Das ist so eindeutig. Na gut, wir sind beim Imperium. Da muss alles nicht so eindeutig sein. So. Den da rauf. Das. Da kommt wieder einer. Bitte. Ich bin so mächtig. Oh, verdammt, ich bin doch nicht so mächtig. Oh, ich habe mein halbes Leben verloren nur mit einem Schlag. Das ist bitter. Bittere Soße. So, jetzt aber. Ashara, du nimmst den kleinen. Ich nehme den großen. So. Einmal das, einmal das, einmal. Wow. Das war eine Herausforderung. Ja, ich weiß, du bist schon mit dem kleinen fertig. So schnell bin ich aber gar nicht mit dem großen. Ah! Ich wollte doch noch einmal Blitzschlag machen. Mann, Ashara. Oh, wie die mir auf die Pille rückt. Geh weg. Was geht mit dir? Hast du was genommen? Vielleicht einen Orangensaft oder so. Da wird man ganz hippelig von, wenn man Orangensaft trinkt. Auch wenn es nur Orangensaft ist. So, wir haben die Steuerung gefunden. Oh. Die Energie reicht nur... What? Für Gitter 1? Gewaltbereite, brutale Kriminelle. Nach ihrer Befreiung werden sie höchstwahrscheinlich Wärter und andere Häftlinge töten. Gitter 2 befinden sich Anstifter groß angelegter Proteste und Aufstände. Wenn sie befreit werden, würden sie höchstwahrscheinlich gemäßigte Revolten organisieren. Die Mörder auftauen. Ja. Mörder. Unsere besten Freunde. Auf geht's. Ein paar Psychopathen sollten die Republik beschäftigt halten. Oh mein Gott, wir lassen Mörder frei. Wie können wir das nur tun? Oh mein Gott, da sind sie. Diese Zwillingsmänner und Frauen. Das sind doch alles Klone. Die sind da nicht ins Amtstreiben. Oh mein Gott, wir lassen sie raus. Ah. Tut mir nichts. Ich habe euch raus... Oh, oh. Die haben aber auch coole Frisuren. Das sind die Mörder, die Stylo-Mörder. Huch, was haben wir denn da? Ich hoffe, ihr seid stolz. Eure Zeit auf abgelaufen. Könnt ihr diese Aussage durch irgendetwas untermauern? Hört mir gut zu. Ich öffne schon seit fast 20 Jahren Abschaum wie euch die Augen für die harte Realität. Ich will mich deutlich ausdrücken. Ihr habt einen Fehler gemacht. Es ist Zeit, eure Sachen zu packen und nach Hause zu fliegen. What? Ich habe keine Sachen. Ich fliege auch nicht nach Hause. Soll mir das Angst machen? Ihr werdet schon lernen, mich zu fürchten. Das tut jeder irgendwann. Na. Wir haben wieder so einen Kontakt, einen bösen Kontakt beim Imperium, der böse gegen uns ist. Schlimm.
So, mal gucken. Vielleicht treffen wir die Mörder hier nochmal. Und gucken, was die so machen. Natürlich. Ernsthaft? Vielleicht komme ich hier anders weg? Nee, dann muss ich so weit laufen. Na gut, dann kämpfen wir uns einfach hier durch. So einfach kann es gehen. Hier ist noch eine drauf. Hier geht's so. Oh, irgendwas macht mich voll fertig. Was? Okay. Mein Lichtschwert ist bereit, falls ihr es brauchen solltet. Ja, mein Lichtschwert ist auch immer bereit. Hier. Raus, rein, so. Oh, da ist noch einer. Wer ist denn das? Einer von unserer Seite? Eine Hexerin! Taxia, Togruta, natürlich. Togrutas trifft man, wenn man levelt, inzwischen sehr häufig an. So. Ja, jetzt ist die Zeit, wo die eigentlich langsam mal Level 60 sein müssten. So, wie komme ich da jetzt hin? Da muss ich doch außen rumlaufen. Toll, hätte ich doch von vornherein Schnellreise machen können. Verdammt. Na gut. Dann nicht. Oh, das sind unsere Mörder. Die waren schon von Anfang an hier. Das heißt, wir haben die gar nicht rausgelassen. Die waren schon immer draußen. Auf freiem Fuß. Oh, hier ist aber viel los. Was ist denn los hier? Heute war bei mir auch voll viel los auf den Straßen. Zum Glück bin ich keine Autofahrerin. Da war so viel Stau und ich dachte, keine Ahnung, vielleicht ist heute irgendwie ein Fußballspiel oder so und alle wollen ganz schnell nach Hause. Weil das war echt krass, wie viele Autos da heute rumgefahren sind beim Nachhausefahren. Und mit meinem Fahrrad ist mir das ja egal. Da tucker ich einfach auf meinem Fahrradweg und dann ist alles gut. An allen Autos vorbei, das ist immer so cool. Da kannst du gerade reingucken in die Fensterscheiben und winken. Und die denken sich dann, verdammt, wäre ich auch mit dem Fahrrad gekommen. Oh. Was ist hier los? Was? Oh. Okay. Ihr mögt mich nicht. Gut, ich mag euch auch nicht. Und es ist mir egal. Geht weg. Nicht heilen. Kommt schon. So. Ich höre auf zu heilen. Einmal, zweimal, wuhu. Ja, jedes Mal, wenn jemand stirbt, kriegt er ein anderes Todesgeräusch von mir. So piu piu oder geh weg. Oder ein geh weg. Warum nicht? Ein geh weg. Da. Ashara, warum machst du nichts? Was ist denn los? Wie sie einfach nichts gemacht hat und einfach rumgestanden ist. Allerhopp. Warum nicht? So, ich hoffe, wir kommen da heute noch an. Ah, oh, da hält es schon wieder. Was ist los mit euch? So. Das war sein letzter Atemzug. Wir sind in einem minimalen Sicherheitsbereich. Du hast eine Art primäre Sicherheitspassage entdeckt. Wohin muss ich jetzt? Da runter oder da rechts? Mal gucken. Ist ja nicht schlimm, wenn ich mich verfahre. Oh, eine Dinosaurierfamilie. Ich glaube, die töte ich mal. Weil... Das klingt schlimm. Ich töte die Dinosaurier von mir. Aber vielleicht kriege ich einen Codex-Eintrag. Ich brauche einen Codex-Eintrag. Was? Ich weiß. Das ist nicht gerade die feine englische Art, aber... Ein Warak, eine kleine Warak-Tür-Familie. Sie wollte nichts Böses, aber ich schon. Und es gab keinen Codex-Eintrag. Ihr seid umsonst gestorben. Oh mein Gott, wie arm. Guck mal. Das ist so schlimm. Aber ich darf nicht drüber nachdenken. Ich bin Imperiumsbraut. Das muss man drüber stehen. Oh je, was ist denn das für ein Gebäude? Wer baut denn sowas? Achso, naja, ist ja ein Gefängnis irgendwie, ne? Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Das war nur die Blase, die explodiert ist. Also nicht meine, sondern Rivias Blase. Aber wir sind da. Oh, hier kann ich runter, oder? Und die machen mir nichts, wenn ich hier vorbeilaufe. Und die machen mir auch nichts.
Weil die sind alle lieb. Der macht mir auch nichts. Oh, die machen mir schon was. Ah! Der macht mir auch was. Geh weg. Ich fürchte den Tod nicht. Ja. Ein Sith Show. Ein Jedi fürchtet den Tod nicht. Ein Sith Show. Oh, jetzt habe ich gerade gleich die nächste Gruppe angegriffen. Warum nicht? Kann ich alles schaffen. So, den nächsten drücken wir auch noch. Läuft. Läuft. Oh, bis ich da vorne bin, da ist ja der Tag vorbei. Ernsthaft? Dann wir gehen noch bis zum nächsten Abschnitt gehe ich noch. Weiter gehe ich nicht mehr. So. Antike Eindringen. Was? Eindringdruide. Meine Güte, was habt ihr alle für Namen? Ich habe noch nie was von einem Eindringdruide gehört. Der dringt ein, aber nein, das will ich nicht weiterdenken. So, kommen wir an dem vorbei. Was ist denn das? Nichts! Wow! Okay. Ah, wir können hier vorbei, wir können hier rennen. Oh, knappe Sache. So. Jetzt gehen wir mal hier. Gibt's noch einen auf dem Deckel? Und noch einen auf dem Deckel? Und das da? Wird ein harter Kampf. Ha, ich habe mein Lichtschwert benutzt. Da kommt wieder einer. Aschafa, nein, ich will mein Item. Nein, ich will weg. Ich hole mein Item gleich. Wenn der weg ist. Ah, nein! Ich will noch mein Item. Geh weg. Mann! Mal diese aggressiven Kriegsdruiden. Na, warte. So. Der zweite Skill ist cool. Blitzstrahl. Das kommt immer so von oben so. Okay, komme ich jetzt diesmal an dem vorbei? Komm mal diesmal an dem vorbei. Ja, kommen wir. Aber ich gehe hier nicht rein. Das seht ihr in der nächsten Folge. Cliffhanger. Cliffhanger. Ich gehe mal kurz rein. Versteck. Ich gehe wieder raus. Und ich gehe wieder rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.